Wie sehr interessiert es dich, was Kim Kardashian zum Frühstück gegessen hat? Gar nicht, oder? Und du findest es bestimmt auch richtig peinlich oder traurig, dass sich Leute für sowas interessieren können. Das Problem ist nur, dass die beliebten Taktiken für Aufmerksamkeit und Aufregung, die eben von Menschen wie Kim Kardashian, Paris Hilton oder Dieter Bohlen in den Mainstream gerückt wurden, sich schon lange nicht mehr auf Stars, Influencer und das RTL-Nachmittagsprogramm beschränken. Du bist längst Opfer der Empörungskultur. Und je überzeugter du davon bist, dass das auf gar keinen Fall stimmt, umso anfälliger bist du wahrscheinlich. Als Empörungskultur definiere ich alles, was den emotionalen Reiz über den Inhalt stellt. Soll heißen, wenn dir jemand Informationen oder Unterhaltung anbietet, dabei aber primär Streit, Wut oder Entsetzen auslösen muss, damit du dranbleibst, dann ist das für mich Teil der Empörungskultur. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist das Aufdecken von Skandalen und die nachfolgenden Reaktionen darauf. Das läuft dann meist so ab. Eine mindestens halbwegs berühmte Person, wie ein Hollywood-Star, YouTuber oder Influencer, hat etwas gesagt oder getan, was als moralisch falsch angesehen wird. Ein Video rückt dieses Verhalten ins Rampenlicht. Das gibt es tatsächlich halbwegs gut recherchiert und souverän vorgetragen. Ist zwar selten, aber das gibt es. Die Regel ist jedoch, die Person mit der vermeintlich moralischen Verfehlung landet im Thumbnail und wird vom YouTuber und dessen Anhängerschaft an den Pranger gestellt. Und gerade dieses an den Pranger stellen ist zu einer widerlichen Gewohnheit geworden. Ganz, ganz selten geht es noch darum, von jemandem besseres Verhalten einzufordern. Ganz, ganz oft geht es darum, einen Skandal heraufzubeschwören oder zumindest anzuheizen. Alle sollen mit dem Finger zeigen und lachen oder urteilen. Hoffentlich lässt sich der Beschuldigte auch noch provozieren. Es ist, als würden sich alle auf dem Markt versammeln und den Übeltäter mit faulem Obst bewerfen. Hab ich dich schon verloren? Vielleicht denkst du dir ja, dass du diese Videos gar nicht guckst und auch gar nicht mitlästerst. Aber ich spreche leider nicht nur von reinen Dramakanälen. Auch der öffentliche Rundfunk macht mit. Formate wie Unbubble sollen natürlich professioneller und objektiver wirken. Aber selbstverständlich leben diese Videos davon, dass sich Extreme begegnen und Empörung auslösen. Ohnehin ist das der einfachste und billigste Weg, heutzutage Reichweite zu generieren. Anstatt mit gemäßigten, durchschnittlichen Menschen zu reden, pöbeln sich am besten zwei Seiten an. Mindestens mal im Vorschaubild, damit du gleich weißt, dass du dich aufregen kannst, darfst und sollst. Ich meine, nehmen wir mal die Gender-Debatte. Es geht heute nur noch ums Aufregen. Diejenigen, die sich inhaltlich wirklich gut mit dem Thema auseinandersetzen oder auch Ahnung haben, sind die Seltenheit und sie haben auch eigentlich schon längst alles gesagt. 9 von 10 Videos und Artikel, die ich heute zu diesem Thema sehe, sind reine Empörungskultur. Ein Extrem reagiert auf das andere Extrem. Im Idealfall setzen wir jemanden, der das Gendern als Straftat versteht, jemanden gegenüber, der das Nicht-Gendern als Straftat versteht. Boom, Content, Aufregung, Reichweite! Und weißt du, was dann passiert? Dann glauben die Menschen, dass die Welt wirklich so aussieht. Diese Empörung über Gender-Debatten, über Influencer-Skandale und all die bösen, bösen Menschen auf dieser Welt, sie kehrt nach und nach in unser echtes Leben. Wir lassen uns reizen und wir regen uns auf. Wir erleben also Stress. Aber so nennen wir es nicht, denn es ist doch gut, dass wir diejenigen an den Pranger stellen, die sich schlecht verhalten, oder? Wir müssen doch laut werden, wenn wir gesellschaftliche Entwicklungen sehen, die uns aufregen, oder? Wir müssen einfach. Oder doch nicht. Empörung und moralische Überhöhung gehen Hand in Hand. Woher ich das weiß? Weil ich auch nicht frei davon bin. Gutes Beispiel, der Illuminati-Skandal. Wenn dir das nicht sagt, ist das okay, weil ich werde sicherlich keine deutschen YouTuber als Beispiel nehmen. Denn dann wird nämlich genau das passieren, was ich kritisiere. Drama entsteht und irgendein Reaktionskanal wird dafür sorgen, dass mir Horden von empörten Fans in die Kommentare spülen. Illuminati ist ein englischsprachiger Kanal, der seine Reichweite durch das Dokumentieren und das Kommentieren dubioser Multilevel-Marketing-Systeme erreicht hat. Das allein ist ja inhaltlich schon was, bei dem wir ein wenig erhöhten Puls kriegen. Diese fiesen Betrüger mit ihren Machenschaften. Aber naja, es blieb doch meist halbwegs nüchtern, was da so vorgetragen wurde. Man könnte sicherlich ein hohes Maß an Aufklärung sehen. Der wahre Skandal besteht darin, dass die Person hinter dem Kanal, Blair, als toxische, manipulative Hexe entlarvt wurde, die ihre Freunde und Kollegen fertig gemacht hat. Und ich habe es verschlungen. Die Antwortvideos ihrer Wegbegleiter, die Ironie, dass sie selbst diesen Skandal ausgelöst hat, weil sie Legal Eagle Diebstahl vorgeworfen hat, das Zusammenbrechen der Aufrufszahlen. Es fühlt sich gut an, wenn schlechte Menschen bekommen, was sie verdienen.
Oft genug ist es schließlich nicht so. Betrüger und Lügner kommen immer wieder damit durch, die Welt zu einem schlechteren Ort zu machen. Und wahrscheinlich sehnen wir uns danach umso mehr nach diesen Geschichten, in denen mal jemand sein Fett wegbekommt. Aber was macht es mit uns, wenn wir solche Geschichten geradezu aufsuchen? Wenn wir wieder und wieder von diesen Geschichten über angeblich oder tatsächlich schlechte Menschen eingefangen werden? Wir können ja mittlerweile 24 Stunden am Tag solche Inhalte sehen. Manchmal nicht mal direkt. Wir nehmen oft nebenbei auf Social Media oder über die Vorschaubilder auf YouTube wahr, dass da mal wieder was los ist. Dass mal wieder jemand kritisiert wird. Und nach der oft halbwegs soliden Kritik am Anfang wird es wieder zu weit getrieben. Dutzende Reaktionsvideos folgen, Kommentarsektionen werden mit Empörung geflutet, der Aufschrei ist riesig, die Bestrafung ist laut, bis der Nächste am Pranger steht und wir wieder alle zugucken können. Ganz ehrlich, ich hasse es, was das mit mir macht. Und ich bin ja schon jemand, der immerhin früher oder später merkt, dass er dringend mal wieder auf Abstand gehen muss. Was ist mit all denen, die das nicht mitbekommen? Oder die davon überzeugt sind, weil es ja um einen bestimmten Politiker oder einen verhassten YouTuber oder eine andere Person geht, die die Ausnahme ist, wäre das ja alles nicht so schlimm. Mal ehrlich, wie oft sprichst du in deinem Privatleben über Themen wie Gendern, YouTuber, Betrugsskandale oder was Elon Musk über J.K. Rowling gesagt hat? Und wie oft sprichst du über gestiegene Preise, kaputte Straßen oder deine Gesundheit? Für mich persönlich sind die zweiten Themen viel, viel präsenter. Aber wer auf Instagram, YouTube, TikTok oder, Gott bewahre, Twitter unterwegs ist, der könnte glauben, es gäbe nichts Wichtigeres, als was Influencer Gretel über Influencer Hänsel gesagt hat. Und da sprechen wir ja noch nicht mal über Dinge wie Falschmeldungen, Clickbait oder Bots. All das ist wohl auch der Grund, warum sich das Touch-Grass-Meme so verbreitet. Wer chronisch online ist, oder zumindest sein Menschen- und Gesellschaftsbild hauptsächlich online bildet, der muss dringend mal Gras anfassen, eine Umarmung bekommen, tief durchatmen. Mit dieser Meinung bin ich auch nicht allein. Digitale Wut wird mittlerweile auch wissenschaftlich unter die Lupe genommen. Wir verlieren den Zugang zu uns selbst, zu unserer Umwelt und vor allem zur Vernunft, wenn wir uns online von Empörung leiten lassen. Und jetzt rollen viele mit den Augen und denken sich, ja logisch, das weiß man doch. Aber tun wir das? Immer wieder lese ich von Menschen, die ganz stolz sind, dass sie nicht mehr auf Instagram sind oder nie auf TikTok waren. Und das lese ich in den Kommentaren bei YouTube oder in den Kommentarspalten online unter Zeitungsartikeln. Dort, wo auch längst mit Emotionen gespielt wird und Empörung eine Abkürzung zur Reichweite ist. Ich glaube durchaus, wir können reduzieren, wie viel emotionsgetriebene Inhalte wir sehen, und wir können lernen, unsere Reaktionen darauf besser zu kontrollieren. Aber mit der Ausnahme derer, die wirklich komplett ausgestiegen sind, glaube ich nicht, dass irgendjemand in der modernen Welt völlig immun gegen diese aktiv eingesetzte Empörung ist. Dieses Video hier, das du gerade guckst, könnte locker 3 bis 4 Mal mehr Aufrufe bekommen, wenn ich einfach nur Tsubasa und Misty der deutschen YouTuber-Szene ins Vorschaubild gepackt hätte. Und wer jetzt glaubt, so einfach ist das doch nicht. Doch, selbst für jemanden mit meiner süßen kleinen Grundreichweite reicht das schon. Und wahrscheinlich lässt sich sogar eine Argumentation aufbauen, warum ich das hätte machen sollen. Denn hey, dann würden mehr Menschen meine Warnung hören. Die Tipps, die ich gleich noch gebe, würden mehr Menschen erreichen. Eine gute Sache mit einer Prise Empörung vorantreiben. Ist das nicht vielleicht vertretbar? Keine Ahnung. Ich entscheide mich einfach dagegen, weil ich nicht Teil des Problems sein möchte. Medienkompetenzen fehlen bei unglaublich vielen Menschen. Menschen, die gleichzeitig noch gestresst sind ohne Ende. Auf der Seite der Content Creator zu stehen und nahezu jeden Trick zu kennen und bei anderen dann auch zu beobachten. Ich sag dir, da spult sich das Frühstück schon mal zurück auf den Teller. Die Folgen der Empörungskultur sind wiederum beeindruckend kompliziert. Ist es okay, dass jemand seine Reichweite und somit einen Teil seines Einkommens verliert, wenn er andere Leute abgezogen hat? Was ist, wenn er was Verletzendes gesagt und sich dann entschuldigt hat? Was verdient jemand, der zu Unrecht beschuldigt wurde, etwas Schlimmes getan zu haben? Nur wenige übernehmen Verantwortung, wenn sie an einem Drama beteiligt sind, das Folgen hat. Diejenigen, die sich über einen Skandal aufgeregt haben, die kommentiert und geteilt haben, bekommen vielleicht gar nicht mal mit, dass alles überzogen oder sogar erlogen war. Und selbst wenn, wer löscht denn seine alten Kommentare? Wer versucht denn, der Person zu helfen, an dessen Niedergang er beteiligt war? Wenn jemand in deinem Büro zu Unrecht beschuldigt wurde, kannst du dich entschuldigen. Du musst auch irgendwie entscheiden, wie du mit ihm oder ihr umgehst. Die Person verschwindet ja nicht einfach und somit auch nicht die Konsequenzen der Anschuldigung.
Aber online? Da sind alle freiwillig und naja, alles nicht so schlimm und aus den Augen, aus dem Sinn. Niemand glaubt, dass er jemals selbst in der Mitte des Marktes steht und mit Obst beworfen wird, weil jeder glaubt, besser zu sein. In dem Moment, in dem wir uns über das schlechte Verhalten anderer aufregen, ist das nun mal so. Wir urteilen deshalb, weil wir sowas nicht tun würden. Wir dürfen empört sein, denn jemand war oder ist ein schlechter Mensch. Ich will nicht abschaffen, dass YouTuber aufdecken, wenn Personen des öffentlichen Lebens Fehler machen oder sich schlecht verhalten. Aber ich will, dass wir endlich mal ehrlich darüber sprechen, was das mit uns macht, wenn wir alle mit dem Finger zeigen und lachen oder motzen. Gefühlt ist das halbe Internet heute, was wir früher Assi-TV genannt haben. Über Menschen urteilen, denen es schlechter geht oder die sich schlecht verhalten oder beides. Ein Hund beißt nicht, wenn er bellt und alles ist gut, solange die auf RTL noch ein bisschen dümmer sind als du. Solange es funktioniert, werden Fernsehsender, YouTuber, Blogger und alle anderen so weitermachen. Sie werden die Extreme in den Fokus rücken. Sie werden einzelne Personen an den Pranger stellen. Sie werden ausnutzen, dass wir gerne mit dem Finger zeigen. So, wir nehmen einfach dieses schöne hohe Ross und dann setzen wir mich da drauf und zack, kann ich dem dummen Pöbel erklären, wie das Internet funktioniert. Toll von mir, oder? So wird es jetzt natürlich nicht laufen. Ich habe schon gesagt, dass ich nicht frei von diesen Dingen bin. Also einfach mal 5 Tipps. So versuche ich persönlich, mich vor dieser Unart des Internets zu schützen und so hoffe ich vor allem auch, nicht meine Menschlichkeit aufs Spiel zu setzen, jedes Mal, wenn ich eine App öffne. Gibt es irgendwo erleuchtete, vernünftige Menschen, die manipulative Taktiken sofort erkennen und immun gegen sie sind? Bestimmt. Solltest du davon ausgehen, dass du zu ihnen gehörst? Auf gar keinen Fall. Du sagst dir vielleicht, dass dir Skandale aus Hollywood egal sind. Oder auch, dass dich nicht interessiert, was irgendwelche YouTuber angestellt haben. Sicher? Auch nicht, wenn es jemand ist, den du regelmäßig schaust? Wirst du nicht genau hinschauen, wenn es Vorwürfe gibt? Wenn auf einmal Dutzende Videos zu einem Kanal erscheinen, den du kennst? Vielleicht selbst das nicht. Ich weiß ja, dass viele meiner Abonnenten ohnehin schon achtsam mit ihrem Internetkonsum umgehen. Aber was ist mit Nachrichtenmeldungen? Politiker Sparrow hat was Dummes gesagt. In deiner Stadt wurde Geld beim Bau einer Brücke verplempert. Die bekannte Person Cruella hat Steuern hinterzogen. Das Internet führt einfach nur fort, was Schundblätter schon seit Jahrzehnten über ihre Titelblätter veranstalten. Guckt her, was für ein Skandal. Regt euch auf, seid empört. Und es ist menschlich und verständlich, dass wir uns aufregen. Man könnte sogar davon sprechen, dass es normal ist. Extremes und problematisches Verhalten zu beobachten und auch zu sanktionieren, hat seine Funktion in der Menschheitsgeschichte gehabt. Aber wir leben nicht in normalen Zeiten. Wir leben in Zeiten, in denen uns Empörung vorgekaut wird und sie vor allem allgegenwärtig ist. Sie wird nicht nur von denen eingesetzt, die uns schaden wollen, sondern auch von denen, die keinerlei Verantwortung für die Dramen übernehmen, die sie selbst auslösen. Und dagegen müssen wir uns, meiner Meinung nach, schützen. Denn wenn wir es nicht tun, wird es sicherlich auch kein anderer für uns tun. Wir können uns nicht vor etwas schützen, was wir nicht erkennen können. Und ich habe logischerweise keine Chance, dir jetzt kurz und knapp alle Tricks zu verraten, die wir auf unserer Seite haben. Also wir, die die Inhalte erstellen. Aber ganz ohne praktische Beispiele wäre dieses Video hier ja auch irgendwie unbefriedigend. Pikachu zerreißt Gegner gnadenlos in der Luft. Pikachu gewinnt Duell souverän. Zuko mit fieser Lästerattacke gegen Jimmy Neutron. Deshalb wird Jimmy Neutron von Zuko kritisiert. Unfassbar. Schamloser Patrick hintergeht besten Freund SpongeBob. Was wir über den Streit von Patrick und SpongeBob wissen. Nachdem du die emotionalen Überschriften angeklickt hast, hast du schon eine gewisse Grundhaltung. Da hat jemand was Böses, Dramatisches oder Dämliches getan. Jeder gute Anheizer weiß, dass er dich jetzt noch mit einem richtig guten Intro anpacken muss. Ein schön harter Vergleich. Ein tiefes Seufzen. Oder vielleicht sogar ein "Eigentlich wollte ich dieses Video gar nicht machen." Journalisten malen gerne zum Einstieg ein Bild von einer Szene, wie jemand traurig an einem Tisch sitzt oder wie dramatisch sich ein vergangenes Ereignis angefühlt hat. Manch einer poltert dann durch das ganze Video bzw. durch den ganzen Text durch. Viele versuchen aber auch anschließend, Gesicht zu wahren und auf einmal Objektivität vorzugaukeln.
Plötzlich wird dann doch ein wenig relativiert, hier und da mal eine Studie herangezogen oder sogar darauf hingewiesen, bitte niemanden anzugreifen. Man weiß also um die potenziell gefährliche Gruppendynamik. Doch die entsteht auch dann, wenn es vom Ersteller des Inhalts nicht weiter gefördert wird. Weil sich viele zusammenrotten, denkt der Einzelne nicht mehr nach, ob er Grenzen überschreitet. Im echten Leben kennen wir diese Mob-Mentalität schon. Aber online funktioniert das natürlich auch. Meist mit weniger dramatischen Konsequenzen, dafür eben aber auch mit einer viel geringeren Mitmachhürde. Online können wir nicht nur in der Masse unsichtbar werden. Wir können uns hinter einem Kürzel verstecken. Schlimmer noch, obwohl wir anonym sind, können wir Likes und Zuspruch ernten. Ich habe mich schon dabei erwischt, wie ich freudig in den Kommentaren dumme Witze geliked oder geschrieben habe. Oder ellenlange Texte dazu, warum jemand ganz dumm oder böse ist, richtig verschlungen habe. Hat mir das jemals was anderes als ein "Haha, gut, dass die ihr Fett wegbekommen" Gefühl gebracht? Nein, denn ehrlicherweise muss man sagen, wenn mich ein Thema nur dann interessiert, wenn ich mich drüber aufregen kann, dann interessiert es mich ja eigentlich nicht. Ich will nur motzen. Und es gibt sie ja, Journalisten und Content Creator, die mich erreichen, ohne mich anzustacheln. Ich habe immer Alternativen. Ich muss nicht etwa mitmachen, ich entscheide mich aber dafür. Und wenn jemand auf billige Tricks zurückgreift, kann ich auch entscheiden, dass mir meine Zeit zu schade ist. Dafür muss ich aber immer wieder genau hinschauen. Auch bei Kanälen und Websites, die mir eigentlich gefallen. Ich muss Ansprüche haben. Nicht nur an die Inhalte, sondern auch an mich selbst. Wenn ich eine reißerische Überschrift sehe, die mich grundsätzlich interessiert, suche ich mittlerweile fast immer nach einer anderen Quelle. Ich belohne die unnötige Emotionalisierung nicht mit dem Klick. Da spielt uns die Schnelllebigkeit des Internets ausnahmsweise mal in die Karten. So gut wie nie gibt es nur eine Quelle für eine Meldung. Irgendjemand widmet sich dem Thema meist ruhiger oder mit dem Anspruch, halbwegs objektiv zu sein. Oder wenigstens mit dem Anspruch, wenigstens kein Öl ins Feuer zu gießen. Ich hinterfrage auch öfter, ob mich etwas wirklich interessiert. Da merke ich deutlich, wenn ich mich wohlfühle und mein Leben gut läuft, sage ich eher mal Nein zu skandalösen Meldungen. Bin ich hingegen gestresst oder genervt, klicke ich viel schneller. Also bin ich jetzt einfach super erleuchtet und vernünftig, nicht wahr? Nope. Natürlich nicht. Ich konsumiere auch weiterhin Inhalte, von denen ich genau weiß, dass sie mich oder andere aufregen. Wie immer ist meine Message also, es geht nicht darum, einfach nicht mehr online zu sein. Ich habe mir nur angewöhnt, erst nach Relevanz zu fragen. Soll heißen, wenn du der größte Pokémon-Fan im Umkreis von 100 Kilometern bist, dann werde ich es dir nicht übel nehmen, wenn du verfolgst, warum ein großer Pokémon-YouTuber am Pranger steht. Bist du Fan von Chris Evans, seit er nicht noch einen Teenie-Film gedreht hat? Na klar, willst du dann hören, mit wem er verheiratet ist oder mit wem er Streit hat. Wenn in deiner Stadt Steuergelder verschwendet werden, was, seien wir ehrlich, ziemlich wahrscheinlich ist, dann musst du nicht weggucken oder emotionslos reagieren. Das richtige Problem entsteht, wenn wir uns von Menschen und Themen einfangen lassen, die nicht relevant für uns sind. Muss es dich wirklich interessieren, welcher Fußballer seine Freundin betrogen hat? Sind irgendwelche Streamer für dein Leben relevant, die du noch nie geschaut hast und nie schauen wolltest? Wie oft willst du dich noch über ein aus dem Kontext gerissenes Zitat aufregen, nur um dann festzustellen, dass es mit Kontext ziemlich harmlos war? Ich erzähle dir einfach mal, wie das von meiner Seite ausläuft. Als YouTuber sucht man sich im Normalfall eine Nische. Bei mir sind das hauptsächlich ruhige und oder introvertierte Menschen. Wenn ich jetzt mehr Reichweite möchte, wird mir von allen Seiten empfohlen, über die Nische hinauszugehen. Bei YouTube zeigt meine Videos ja erstmal fast nur meinen Abonnenten. Also müssen Überschrift und Vorschaubild so gut sein, dass auch neue Menschen meinen Videos eine Chance geben. Selbst dann, wenn sie vielleicht inhaltlich gar nicht viel mit meinen anderen Videos anfangen können. Der leichteste Weg dahin ist, ein Gefühl auszulösen, das jeder schon kennt. Wut, Entsetzen, Betroffenheit, Angst. Und genauso machen es nahezu alle Medienformate online. Jeder will dich in seine Nische hineinziehen. Ob Gossip, Business, Politik, YouTuber, Drama. Überall warten gut gemachte Versuchungen auf dich. Einfach mal Nein zu sagen, kann da schon Wunder wirken. Du musst nicht überall dabei sein. Und während für manche Menschen gar keine Empörung die Lösung ist, dürfte für die meisten von uns einfach nur die Lösung sein, nicht mehr auf billige Tricks hereinzufallen. Oder vielleicht immerhin seltene.
aus einem Internet-Meme ein Mittel gegen Internetprobleme zu machen, ist natürlich hochgradig ironisch. Mache ich aber trotzdem. Gras anfassen muss die Regel werden. Je mehr Zeit wir online verbringen und je mehr wir vor allem unsere Meinungen online bilden, umso höher ist die Chance, dass wir den Zugang zur echten Welt verlieren. Im echten Leben gehst du nicht zu fremden Leuten und sagst ihnen, dass ihre Stimme komisch klingt. Du versuchst auch nicht, ihre Geheimnisse herauszufinden, um sie dann zu verurteilen. Mit ziemlicher Sicherheit fühlst du dich schuldig, wenn du jemanden beleidigst und er dann traurig ist. Selbst dann, wenn du dich vielleicht im Recht siehst. Menschliche Interaktionen leben davon, dass wir Körpersprache wahrnehmen. Dass wir unsere und fremde Emotionen erkennen und kommunizieren. Dass uns jemand gegenübersteht, den wir als Mensch mit Gefühlen, Hoffnungen und Ängsten sehen. Online passiert das eher selten. Was übrigens schon seit Jahrzehnten als Problem benannt wird. Die Frage, würdest du das auch im echten Leben sagen, wird seit jeher genutzt, um Online-Verhalten einzuschätzen. Angeblich wissen wir ja auch alle, wie gefährlich es ist, wenn Menschen sich zusammenrotten und dann Einzelne angreifen. Ja, schon klar. Aber online ist das doch was anderes. Dich meine ich so, du kleiner Moralapostel. Wer es nicht schafft, regelmäßig zu überprüfen, wie sehr sein Welt- und Menschenbild vom Internet beeinflusst wird, der hat ein Problem. Und der wird vielleicht, früher oder später, im echten Leben dieselben Verhaltensweisen zeigen wie online. Das ist ein Problem, das ich sicherlich hier nicht lösen kann. Aber vielleicht kann ich ja den einen oder anderen zum Nachdenken anregen, der gerade erst auf dem Weg dahin ist, sich in der Empörung zu verlieren. Willkommen beim Gutmenschenteil. Seien wir ehrlich, jemand, der das Wort Gutmensch unironisch nutzt, um andere zu verurteilen, der wird sicherlich nicht bis hier durchgehalten haben. Ich nenne das hier das Gutmenschen-Kapitel, weil ich mir wünsche, dass persönliche Weiterentwicklung eine Rolle im Leben jedes Menschen spielt. Dann nämlich müssen wir alle erkennen, dass wir uns als Mensch dadurch auszeichnen, was wir wiederholt tun. Wenn du einmal hinter dem Rücken einer Kollegin was Fieses gesagt hast, bist du noch kein Lästermaul. Redest du ständig über sie? Ja, dann musst du dir diesen Stempel aufdrücken lassen. Du bist kein Miesepeter, weil du mal schlecht drauf bist. Aber du musst dir eine gewisse Griesgrämigkeit nachsagen lassen, wenn du immer nur negativ denkst und auch auf Nummer sicher gehst, dass das alle mitkriegen. Mit wem wir uns umgeben, was wir als wichtig erachten und was wir tun und nicht tun wollen, das macht uns aus. Und heutzutage spielt der Konsum von Online-Inhalten da eine enorme Rolle. Doch manchmal habe ich echt das Gefühl, dass wir das, was wir online machen, einfach gar nicht als Teil von uns sehen. Das zählt halt irgendwie nicht, oder? Uns wird nicht beigebracht, wie wir uns vor solch einer verzerrten Wahrnehmung schützen können. Es wird erwartet, dass wir schon wissen, wie das geht. Aber wenn es so wäre, sähe das Internet natürlich ganz anders aus. Empörungsinhalte bekommen ihre enorme Reichweite unter anderem davon, dass wir glauben, dass wir uns nicht einfangen lassen. Dass wir vernünftig sind. Dass wir uns ja nur aufregen, wenn es auch wirklich angebracht ist. Nicht so wie die anderen, die kleinen Schneeflöckchen, die sich über alles aufregen. Nein, unsere Gefühle sind berechtigt. Wenn man bedenkt, wie viel Mindset- und Persönlichkeitsentwicklungsinhalte wir mittlerweile haben, ist es irre, wie wenig Online-Verhalten da eine Rolle spielt. Klar, es gibt den allseits beliebten Social-Media-Detox. Aber wann geht die Message denn mal über, ach ja, viel im Internet rumzuhängen kann schlecht für dich sein, hinaus? Ziemlich selten. Du sollst deine Routinen optimieren, dein Denken verändern, Ziele verfolgen, besser werden. Aber dass das heutzutage eine Mammutaufgabe sein kann, wird viel zu selten thematisiert. Weil natürlich wissen wir das alle. Nur wir sind ja anders. Wir haben den Durchblick. Okay, du vielleicht, ich auf jeden Fall nicht. Ich arbeite noch dran. Ich werde auch weiterhin hinterfragen müssen, was ich online poste und was ich online konsumiere. Nur weil ich heute nicht auf ein Video mit einem reißerischen Titel klicke, heißt das nicht, dass ich morgen nicht merke, wie mein Puls wegen irgendeiner bescheuerten, für mich überhaupt nicht relevanten Meldung nach oben schnellt. Es herrscht einfach ein Ungleichgewicht. Das Internet wird nicht primär von denen gestaltet, die uns zu einem besseren Menschen machen wollen. Es wird von denjenigen gestaltet, die Aufmerksamkeit wollen. Und Empörung wird sich immer schneller und weiter verbreiten als Vernunft oder Ruhe. Aus Sicht eines Content Creators kann ich dir sagen, die Verführungen sind groß und sie sind allgegenwärtig. Ich verstehe total, warum Pumuckl, Baloo und Kim Possible dir die notwendige Emotion schon per Titel und Thumbnail liefern. Ich bin auch ganz ehrlich neidisch, wenn jemand aus einem Stream voller Wut und Empörung dreimal Kohle macht, weil er einmal streamt, einmal ein Video draus macht und dann noch Shorts produziert. Na klar, nervt es zu wissen,
dass sich auf diese Spielchen einzulassen auch Erfolg bedeutet. Und es nervt, dass sich kaum jemand von diesen Leuten ehrlich damit auseinandersetzt, welche Folgen diese Inhalte für uns als Menschen haben. Es nervt, dass man selbst bei halbwegs vernünftigen und interessanten Menschen oft ein Abdriften in reinen Empörungskontent beobachtet. Doch die Leute wollen es sehen, also ist es gut genug. Eine einfache Rechnung, oder? Zum Glück gibt es genug Menschen, die das Spiel nicht mitmachen. Und es kann auch Erfolg bedeuten. Meist nicht auf dem gleichen Level wie bei denen, die deine Gefühle als Marketing-Tool nutzen. Aber es gibt sie, die Kanäle und Inhalte, die informieren und unterhalten, ohne auf Empörung angewiesen zu sein. Ich möchte mich eher an denen orientieren. Und als Zuschauer möchte ich mich eher an Arte-Kommentarsektionen orientieren als an der von... Ach ja, ich wollte ja keine Namen nennen. Ich wollte keine Namen nennen, um niemanden aktiv anzulocken. Aber ganz ehrlich, ich wollte auch deshalb niemanden persönlich ansprechen, weil das dann ja hier doch nur eine Wutrede geworden wäre. Im Fokus hätten nur die gestanden, die die Inhalte produzieren. Das gibt es ja auch schon. Es ist nicht so, als würde niemand die Fragen stellen, die ich hier gestellt habe. Nur sehe ich bisher fast immer, dass die Creator der Fokus sind. Die sollen sich doch mal ändern. Nur, wer nicht naiv ist, der sollte doch viel eher beim Zuschauer ansetzen. Was die YouTuber, Journalisten und Influencer machen, funktioniert, weil Menschen es sehen wollen. Keiner von denen wird damit aufhören, nur weil irgendein Popel wie ich mal Kritik geäußert hat. Aber vielleicht wird jemand, der dieses Video hier sieht, nächste Woche einmal weniger auf eine emotionale Überschrift hereinfallen. Vielleicht wird jemand zweimal überlegen, ob er einen gehässigen Kommentar schreibt oder nicht. Vielleicht wirst du schneller erkennen, wenn Inhalte nur auf Extreme gehen, obwohl niemand in deinem Leben wirklich so tickt. Menschen die Mittel an die Hand zu geben, um sich selbst zu schützen, ist für mich 100-mal effektiver als diejenigen anzugreifen, die sie verführen wollen. Zumal es eben nicht diesen einen Prototyp des Zuschauers gibt, für den genau ein Weg der richtige Weg ist. Einige schotten sich ab, andere sortieren fleißig aus, viele werden sicherlich weiterhin hin und wieder das Empörungsspiel mitmachen. Zu denen gehöre ich. Da wird nicht einfach ein Schalter umgelegt. Das ist ein Prozess und wir sind hier nicht bei Vampire Diaries. Es gibt kein Skript, um das Internet perfekt zu meistern. Du musst dich schon selber darum kümmern, dass du klarkommst. Das kann ich dir leider so wenig abnehmen, wie du mir. Ich bin sehr gespannt, wie viele Menschen es bis zum Ende geschafft haben. Ist ja nicht gerade ein Feel-Good-Video. Zum Glück weiß ich aber, dass einige von euch immer dranbleiben und auch immer ihre Gedanken teilen. Darauf freue ich mich bei diesem recht komplexen Thema. Ganz besonders interessant wäre natürlich deine Erfahrung dazu, wann du dich mal dabei erwischt, dass du auf Empörung anspringst, obwohl eigentlich keine da sein muss. Oder was du so tust, um davon wegzukommen. Wichtig ist vor allem, dass wir uns austauschen, dass wir solche Diskussionen weiterführen, auch wenn sie vielleicht nicht auf großer Bühne geführt werden, können wir sie wenigstens hier im Kleinen am Laufen halten. Danke dafür.